Schweine, denn jetzt kommt eine weitere Folge Bildet. Däum, wir hatten gerade den Intercity Express am Bilden. Intercity Express. Die Leute haben gesagt, das Ding ist hässlich. Was? Ja. Ja, also erstmal. Also ich glaube erstmal. Erstmal ist es noch nicht fertig. Ja. Hey, so ein Kerl, der bei der Firma arbeitet, die die ICE-Türen herstellen, hat gesagt, dass unsere Türen nicht approved sind. Weil? Und die Mittelsäulen fehlen in diesen Waggons. Das sind immer also alle... Ja, deswegen, ich sagte ja, wir sind da überhaupt nicht fertig. Im Moment ist das halt noch eine dicke Pipe, ne? Ich baue jetzt erstmal den Dix. So, erstmal müssen überall noch die Türen hin, weil jeder, jedes Teilzug-Dingens hat doch die Türen dann so symmetrisch mäßig. Das und eigentlich, ja, wir müssen dann noch diese Türbereiche abgrenzen. Ja, also, das ja auch noch. Abteile. Generell, ich würde sagen, im Mittelding machen wir auch so ein Bistre. Ohne Witz. Unser Zug ist ja nur 2 breit. Da gibt's halt. Ehrlich jetzt? Ja, gibt's halt. Ach, Scheiße! Da gibt's halt nur einseitige. Bestuhlung. Also mal was ganz anderes. Ich finde, wir sollten das jetzt mal im Kreis hier auch mit unseren Zuschauern klären. Das muss jetzt mal geklärt werden. Ich habe ein Problem. Und zwar. Müsst ihr mir quasi dabei helfen, wir müssen ab jetzt, keine Ahnung, so 10 neue Projekte starten, denn ich brauche sehr viel Geld. Und zwar muss ich mir jetzt in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld auftreiben, um mir ein Haus zu kaufen, denn jetzt gibt es von DHL die Möglichkeit, sich so ein Paket... Diese Paketstation-Box zu holen! Ich brauche so eine Paketstation und das geht ja nur, wenn man ein Haus hat. Und deshalb brauche ich jetzt möglichst viel... Ja, aber du kannst doch erstmal deine Eltern überreden. Warte mal, das ist ein Briefkasten mit einem Paketfach drin. Junge, ich will geil mal, ist das denn? Das ist so geil. Aber der sieht schon ein bisschen scheiße aus. Ja, Alter, scheiß drauf. Man kann die Sonderanfertigung machen lassen von lizenzierten Firmen. Hab ich gesehen. Ist aber sehr teuer. Aber trotzdem, Alter, ich brauche ein Haus, ich brauche so einen Paketkasten. Stell dir vor, du kommst mein nach, Haus, mein Paketkasten. Du kommst nach Hause, shakes dein Booty und holst erstmal dein Paket drauf. Und dann kriegst du so ein Wertpaket und irgend so ein Panzerknacker macht das erstmal auf. Geil. Nö. Never. Irgendwer beschwerte sich auch, dass unsere Connection hier noch zu craze ist. Zu loose? Kian, ich merke übrigens gerade auch die Nachteile eines reflektierenden Bildschirms. Weil wir haben noch, also wir nehmen heute ausnahmsweise morgens auf und mir ist auch aufgefallen, es ist bei mir durchaus warm morgens im Zimmer. Ja, das vor allem auch. Ich hatte heute die ganze Nacht das Fenstersperrangeweid offen. Ja, das habe ich immer. Also. Quasi 24-7 seit... Also ich habe meine Tür ja zu. Aber gestern war es unangenehm. Weil ja, also natürlich nur, eigentlich nur während der Aufnahmen nicht. Dann warum waren die jetzt unangenehm? Weil wir dann gezockt haben und ich manchmal dann laut bin und dann hören das Leute, die auf der anderen Seite ihr Fenster offen haben. Natürlich fatal. Ja. Kian, müssen die Türen nicht auf beiden Seiten sein? Dude? Ja, sollen sie auch. Aber ich designe ja hier noch. Damit sich Leute nicht beschweren, dass das scheiße aussieht. Ja, ich find's ehrlich gesagt nicht gut, wenn Leute unsere Arbeit kritisieren. Ich find das auch nicht okay, ja? Ich bin für Kritik. Selber besser machen, ja? Das ist die Devise. Ich bin für Kritik gar nicht zu haben, also. Nee, find ich überbewertet. Wer kritisiert, der wird sofort geblockt. Cockblock. Spaß. Nein, ich würde sagen, sag das nicht zu laut. Eure Kritik immer sehr hilfreich. Meistens, nicht immer. Eure Kritik immer sehr hilfreich. Ja. Ich träume echt, ich stelle mir gerade vor, wie geil mein Leben wäre, wenn ich einen Paketkasten hätte. Mein Leben wäre so toll. Alter, das ist einfach ein richtig dickes Stück Lebensqualität. Ach, jetzt haben wir das hier unterschiedlich designt. Das geht natürlich nicht. Habe ich aber auch vor 2-3 Wochen schon gesehen. Ja, da habe ich es schon gelesen. Und jetzt habe ich die Werbung gesehen auf Amazon, dass es das jetzt gibt. Damals wurde es, glaube ich. Werbung auf Amazon, wie geil. Ja, gut, das muss aber auch. Das ist doch quasi Hauptauftraggeber von DHL fast. Echt so, Alter. Das ist doch Arbeitsplatzsicherung Deluxe für die. Ich meine, die Post an sich hat zwar immer weniger zu tun, also immer weniger Briefe, aber DHL dafür geht durch die Decke wahrscheinlich. Alter, das wird ja immer schlimmer noch, Alter. Ja. Wahrscheinlich verdienst du irgendwann als Postbote mehr als irgendwie. Aber für mich ist immer noch DHL der ungeschlagene beste Paketdienst. Ja, deutsch. Wobei, was ich ganz geil finde... Ich meine, DHL an sich ist, glaube ich, mal amerikanisch gewesen. Warum heißt es denn deutsche Handelslogistik? Hä, das war nie amerikanisch. Das macht keinen Sinn, Kian. Das gehört zu der Post. Die haben das aufgekauft, meine ich. Ich meine, das war ein amerikanisches Unternehmen. Ja, was für was stand das denn vorher, das DHL?
Dutch Human Logistik oder was? Ja, für die Namen der Gründer. Dalsey, Hillblom und Lynn. Ja, amerikanisch einwandert. LOL. Das war wieder brandgefährlich, ja? Das ist richtig witzig. Aber wieso nennen die das DHL dann? Wo steht DHL? Ach, wegen den Namen. Du bist so ein Lappen, ich lese es gerade vor, ne? Ja, und dann, wie schön ist das? Ja, Andi dann mit seiner deutschen Handelslogistik einfach sowas. Ey, dafür steht, das heißt es ja jetzt. Nein! Nicht? Nein, das hast du dir einfach ausgedacht. Das ist genauso, das heißt wie, genauso wie bei GLS Good Lieferservice bedeutet. Gut, aber wirklich Good Lieferservice. Nee, aber was ich ganz geil finde, das ist, andere Paketdienste das scheinbar manchmal nicht so ganz ernst nehmen mit der also mit der Seriosität, da werden Pakete manchmal einfach vor die Tür gestellt. Das ist doch praktisch. Drop Zone! Willst du denn etwa auf gewisse Lieferdienste mit Namen mit griechisch-mythologischem Hintergrund hinweisen? Nee, Hermes macht das eigentlich nicht. Hermes ist doch sowieso der beste Freund von Hermes. Hermes liefert's gar nicht. Alter, ich hatte letztes Mal wieder was von Hermes, das war, oder das ist schon weit her, da hatte ich einfach den korrektesten, witzigsten, ich vermute griechischen. Alter, ich bin gerade ein bisschen überfordert mit den Abbildungen hier. Das Problem ist, das ist wie bei jeglichem, nicht Merchandise, sondern sowas wie Subway Franchise. Du kannst, das ist ja quasi, du ach so, weil das alles ja die Subunternehmer sind. Ja, genau, also, da kannst du halt russische Roulette mitspielen. Ich glaube, Hermes ist heavy. Hermes, GLS, ich glaube, das sind fast alle. Alles Subunternehmer. Alle, glaube ich, außer UPS und DHL. Nee, ist ja, CityPost, glaube ich nicht. Aber die müssen doch irgendwie... Ja, die gehen zur Hermes-Lieferstelle, kriegen ihre Pakete für den Tag und müssen die ausliefern. Und müssen, ja, dieses Fahrzeug kriegen die ja auch gestellt. Nee, das musst du... Nee, du siehst, die fahren teilweise auch gar nicht bedruckte. Ja, genau. Und zum Beispiel bei mir, mein Hermes-Postbote ist so, glaube ich, der faulste Mensch der Welt. Ich war zu Hause, ne? Da habe ich mein Kraftclub-Album bestellt, das wurde aus irgendeinem Grund mit Hermes geliefert. Das sieht so scheiße aus, was ich hier baue. Und weißt du, du kennst doch diese Amazon-Brief-Paket-Umschläge. Ja, kenn ich. Die ganz dünn, weißt du, was die gemacht hat? Ich dachte, das wäre eine fucking Box. Nee, die ist doch noch nicht da, die scheint, das ist auch was anderes. Also in Sachen Stromabnehmer muss ich mich nochmal informieren, wie die aussehen, das kann ich jetzt leider nicht bauen. Tut mir leid. Tut mir leid. Auf jeden Fall hat er diesen Umschlag in meinen Briefkasten reingestopft. Swag. Diesen Pappumschlag, weißt du? Die gesamte Post konnte bei mir nicht reingesteckt werden und lag dann vorm Briefkasten. Weil er dicken Block gemacht hat. Ja. Aber ich kriege, also so richtig Briefe kriege ich relativ wenig, ehrlich gesagt. Nein, die ganze scheiß Werbung. Ja. Nein, ich bekomme kein Werbungsschild. Alle Benasen. Ich auch, aber der stopft das trotzdem rein. Weil ich diese komischen... diese Plastiktüten mit, die komplett vollgemüllt sind. Das brauche ich doch nicht. Das Beste ist sowieso, einfach bei uns ist so ein Papierkorb direkt neben dem Briefkästen, wo alles drin landet. Ja, bei uns auch. So eine Papierkiste, die hat der Vermieter dann. Fand ich auch gut, das Bild von Dr. Allwissend auf Instagram, wo es den Tag wieder die kostenlose Bild-Zeitung gab. Er war irgendwas am Streichen, hat die Bild-Zeitung untergelegt. Danke, Bild! Ja, oder wie gut, dass ich heute eine Bild-Zeitung im Briefkasten hatte. So, das habe ich kopiert. Also, ich weiß nicht, was die Leute haben. Ich finde, der ist eigentlich relativ nice geworden. Vor allem von außen. Ja. Ja, genau. Geht dich hier mal nicht. Obwohl, da müssen eigentlich überall noch so Klimaanlagen-Bupsel oben drauf. Ja, so, solche Sachen machen wir jetzt noch. Ja. Welche Höhe ist das? Aber das ist jetzt schwierig, weil entweder sie sind einen vertieft oder einen erhöht, ne? You know problem? Exakt nicht. Problem is what I need. I need a problem. Problem is what I need. Ja, guck mal hier. Also, weil Klimaanlage ist ja der Klassiker. welche Klimaanlage? Ey, Klassiker. Komm mal on top, ey. Ich bin on top. Komm mal on top of the world and back. Hier muss ausgeleuchtet werden. Danke, ja, ein S. Du machst gerade einfach nur random irgendwelche Formen. Ja, sowas zum Beispiel, weil sieht doch kacke aus, wenn das so hoch steht. What you doing, Kilian? Sieht echt nicht so geil aus. Könnt's natürlich. Was macht ihr? Klimaanlagen. Wie gesagt, Stromabnehmer müssen ja sowieso noch hin, aber da muss ich mir echt angucken. Vor allem, wie hoch ist dann noch die Überleitung? Die und hier, mit Iron Bass. Menschen sagen, das hier soll aus schwarzer Wolle sein. Das sähe deutlich besser aus. Was? Was? Hast du gerade schwarze Wolle gesagt? Ja.
Was soll schwarzer Wolle sein? Diese Wubbels. Hey, das habe ich ja gerade erst gemacht. Ja, vorher war da noch gar nichts. Die Leute können so, gar nicht sagen. Also nee, ich find, die haben gesagt, mach die Dinger aus schwarzer Wolle. Ja, aber nur Lappenbaum. Aber ich finde, das sieht jetzt so aus, so hat das jetzt sowas von diesen Riffeldingern. Ziehharmonika, genau. Ja, unser halber, unsere Bahnhof besteht aus Wolle. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Traurig, aber Alter, wie viel hier unten schon entstanden ist. Ich weiß schon wieder voll. Look at that McDix. Aber das ist mehr so ein Go-In and Find-Out McDix. Ja, also ein Bahnhof McDix. Ja, das ist ein Order and Uphold McDix. Also so einer. So, das ist so einer, wo so sich ein Menschen. Walk-In McDix. Das ist so ein McDix, wo sich Menschen vorne auf Tod treten. Was ist denn los mit dir, Däum? Hä, was denn? Das hört sich gerade so an, als müsstest du mega niesen oder so. Ja, ich hab ihn hier. Ach, hier hat ja schon jemand angefangen, mal so eine Stromleitung zu bauen. Das war schon das dritte Mal jetzt. Irgendwie bin ich gerade voll im Niesmodus. Nicht so schon krass. Wieder. Und wieder schade? Niese. Ist dann die Frage, wie wir das machen mit den Stromdingern. Ist gar nicht sehr einfach. Oh, aber wenn ich mir jetzt die Nase putzen will, dann muss ich aufstehen, um mir ein Taschentuch zu holen. Das ist richtig eklig. Bam. Das ist eklig. Ja, dass er aufstehen muss bei der Wärme. Warte, ich kann einfach rollen. Sind sie im Rollen? Hey, hate. Nein! Es ist runtergefallen, jetzt muss ich wirklich aufstehen. So, haben wir jetzt hier überall. Also die Hitze ist echt eklig, vor allem so früh am Morgen, Alter, das geht gar nicht. Ja, aber das liegt jetzt auch, glaube ich, an der Sonne, weil so warm ist es nicht mehr. Seit dem Gewitter hat es sich ein bisschen beruhigt. Ach, mach einfach deine Vorhänge und deine Jalousien zu. Ja, die kommen bald. Klingt komisch, ist aber was so. Was für Details könnte man noch machen an so einem Zug? Also, ja, wir sollten noch ab und zu in die Waggons so Teiler reinmachen. Glaube ich. Ne? Warte mal. Oh, jetzt bin ich voll erfrischt und so. Fresh. Aha. Fresh! Ah! Das hier auch was? Kern, der Sinn eines Teilers ist nicht, dass man nicht durchgehen kann. Hä? Bist du blöd? Nein, den Teiler meinte ich hier von den Fenstern. Ach so, ja, klar. Man sieht das nicht mehr ganz so. Das ist ein bisschen gebrochen. Gebrochen rational. Ah, oder ganz rational. Divergent, konvergent. Ah. Donner ist der La Kathedral. Donde. So. Muy donde. LKT3 es muy donde. Auf jeden Fall, die Inneneinrichtung wird sehr, nennen wir es sparsam oder spärlich. Oder scheiße. Nee, Don, das finde ich ist ein zu harter Kraftausdruck. Nee, das kann ich nicht mehr und will ich auch nicht mehr tolerieren. Das Problem ist, ich kann auch gar keinen Bistrowagen machen. Ja, Bistrowagen sind sowieso komplett überbewertet. Nein, überhaupt nicht. Ich hole mir da immer wie nur so ein Sandwich. Ein großes Getränk ist billiger als ein kleines. Als eine Reservierung. Ich glaube, das heißt, es ist billiger als 4,50 €. Ja. Ja, rein theoretisch hat jeder recht. Und hast, das habe ich gestern gemacht. Lol. Im Intercity, weil mein eigentlicher ICE nicht bis aber ist Intercity, so. Ist Intercity nicht krass gammelig? Ja, weil der ICE ausgefallen ist. Nein, Intercity ist ja das zweitbeste in Deutschland. Mm-mm. Klar. Ich fahre lieber mit einer Regionalbahn als mit einem scheiß Intercity. Das ist meistens behindert? Die Züge geht voll. Alter, da stinkt es wenigstens nicht nach Pisse wie im RE. Doch. Echt mal. Nein. Nein. Mit was für Intercity fährst also du, die Alter? RE sehen hier aus wie Raumschiffe, während die ICEs aussehen wie... Keine Ahnung, als wenn hey, ja, die alten sind nicht so cool, aber die neuer bestuhlt sind, die sind voll okay. Also bestuhlt, Alter. Ich liebe diesen Ausdruck. Aus welcher Farbe Material machen wir... Mit zweimal gefahren, das war zweimal so ein altes Ding. Aus welcher Farbe machen wir die Regionalbahn? Also nur Redstone-Blöcke, aus Rot. Ein bisschen hart. Ja, einfach Redstone-Clay-Lappen. Aber der ist so ausgeblichen, ne? Ja, so wie die Regionalbahn. Machen wir Doppelstock oder machen wir, wie du gerade sagtest, die UFO-Dinger? Lass die UFO-Dinger machen. Ich finde die richtig geil, ehrlich gesagt. Aber das ist nicht so einfach. Also, obwohl ich noch nie damit gefahren bin. Was? Ja, du fährst doch immer mit der S-Bahn. Und das ist sowieso die ranzigste Fortbewegungskacke. Hä? Wieso, du Lappen?
Alter, da fahren teilweise so alte Züge, S-Bahn. Hey, ja, in Frankfurt, Alter, gehen die voll. Hier sind alle Züge. Also als ich da einmal vom Flughafen zum Bahnhof gefahren bin, ah ja, das ist die Strecke, wo noch, da fahren die Alten. Das ist richtig ranzig. Da fahren die Alten, aber sonst fahren überall inzwischen sogar die ganz Neuen, die es erst seit einem Jahr oder so gibt. Ja, das stimmt. Und die piepen immer so schön, wenn die Tür aufgeht und das ist richtig laut. Mind the gap. Mind the gap. Übrigens, der McDix ist fertig. Mind the gap. Könnt ihr euch anschauen. You mean the McD? Nee, der McDix. Ich meine das schon so. Alter, wie geil deine Frittierküche aussieht. Frittierküche. Drop it like it's hot. Obwohl, das unlogisch. In einem McD sind die Küchen immer gekachelt. Ist mir scheißegal, die sind nicht gekachelt. Ist das auch alles schön nach Norm? Ich weiß es nicht. Doppelmoppel Friese Fries. Ach, Fries. Nee. Fries, ja. Fries. Black Mod. Nee, Friese Fries. Soll ich Friese heißen? Das Menü in der Black Edition. Ja. Black. Und dann, Black und Menü ist das nicht rassistisch. Hä? Solange das der Burger da nicht extra lang ist. Der extra long Chili Cheese Black Edition. Obwohl das ist ja BK. Oder? Ja. Ja. So, die haben doch dann so eine abgespacede Front. Das Problem mit der Front ist, ohne Stairs nichts los in der Hose. Und wie soll ich das bauen? Nichts los in der Hose? Ja. Ja, ganz ehrlich, aber da machen wir halt eine Oldschool-Regionalbahn. Ja, dann machen wir so die Reichsbahn. Wie sah die denn früher aus? Die sah bestimmt geil aus. Welche Farbe hat die? Nimm mal ernst, wie sah die Zug? Kennt ihr nicht diese Dampflok, die ja, gut, so total aerodynamisch ist? Nee, die kenne ich gar nicht. Reichsbahn. Schicke ich euch nachher ein Bild. Nee, also ich meine an sich, ich liebe Eisenbahnen. Ist das die mit diesen krassen Dingern an der Seite? Ja, die so komplett verdingst ist quasi. Kleidet? Ja, richtig. Ich liebe halt diese alten Dampfloks irgendwie. Ich glaube, ich sehe gerade, welche du meinst. Krass. Ey, ohne Witz, ich habe letztens... Lass mir bitte so eine alte Tenderlok reinstellen, bitte. Das passt einfach nicht. Bitte! Es passt nicht, sorry. Eine normale Regionalbahn. Bitte! Ja, außerdem ist jetzt gegen die Wand gefahren. Ja, die macht so eine flache, so eine rote Zuglok und dahinter dann die... Ist der Icke fertig? Ja, bis auf die Stromabnehmer. Ganz ehrlich, ich war in einer Richtung. Der Gang, Alter, der Gang. Ich mach mal die Bestuhlung. So, oder soll ich mich da in eine Richtung annehmen? Mach das mal zusammen, damit es nicht so einfallslos ist, à la Däum. Ich marschiere wieder in zwei Wände und eine Stuhlreihe ein. Aber erstmal. Was für Stühle nehmen wir? Quarz, Stairs? Nee, die sind blau eigentlich. Ja. Mach mal Sprucewood oder Dark Oakwood. Hier, komm mal kurz bitte runter. Moment. Ich brauche Hilfe bei der Entscheidung für den letzten Laden. Hilfe bei der Entscheidung. Also, wir haben jetzt einmal hier so ein Rewe. Wir haben einen komischen Blumenladen. Wir haben einen Bäcker. Wir haben einen Kosmetikshop. Kosmetikshop. Was es noch geben könnte? Warte, hattest du jetzt schon Buchladen? Ja, Buchladen. Nee, hab ich nicht. Der Zeitungsladen, Dude. Wo ist dann Buchladen? Das hier, was soll das sein? Nein, das ist ein Supermarkt mit Gefriertruhe und allem. Ja, und deswegen sind da so viele Bücherregale drin. Soll halt befüllt aussehen. Ja, gut, dann machen wir noch einen Bücherladen, Zeitungsladen, sonst was. Ja, genau, so ein Zeitschriftenladen kommt da hin, okay. Ja, hab ich doch schon. Gern, ich möchte einmal bitte auf, hier, komm mal ganz kurz zu mir. Oh, jetzt bin ich noch Schild hinweisen. Moment. Ja, dann. Beates Beauty Bonker. Aber du hast Bunker geschrieben, nicht Bonker. Ja, das heißt ja Bunker. Bonker ist nur so two in one and only. Okay. Es gibt einen Bonker. So. Ein Bonker mitten in Berlin, habe blaue, saure Kapsel und genug Benzin. Der ist auch. Hat der mal wieder was gemacht, dieser Mörs? Nee, ich glaub nicht. Ich kannte den auch vorher gar nicht. Kante, nicht Kente. Ich kenne auch nichts anderes von dir. Kante. Ah, Kante. Kante. Ha! Bist ja eine richtige Kante, Junge. Ich wurde am Wochenende wieder als Kante bezeichnet von der Mutter eines Freundes von mir. Bist ja eine richtige Kante, Junge. Eine richtige, also, richtige Hilf. Nein, die kam so zu seinem Kumpel. Da meinte er hinter so, da stehen so drei Kanten vor unserem Haus. Gehören die zu dir? Lalalala. Hab ich auch gedacht.
Scheiße, das ist so eine 1,20 Meter Frau. Nee. Stattliches Vibe. Stattliches Vibe. Vibesbild. Wie hoch ist denn so ein Ding? Deutsche Ehrenmutter. Okay. Was keine denn? Weiteren. Ey, das heißt nur, dass sie 5 Kinder bekommen Tales. Hat. Quasi Achievement unlocked. Ja, ist so. Und dann kriegt man noch ein Ribbon für seinen Account. Ja, du kriegst eine komische Medaille und du kriegst irgendwie, weiß ich nicht. Gut, wie ihr weiter leveln könnt in eurem Familienschutzprogramm, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Dieses Schutzprogramm. Da musst du ein paar Jahre zurückkehren. Ich glaube nicht, dass Merkel noch Ehrenmuttermedaillen verteilt. Und ja, in der nächsten Folge. Also bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dieser Zug sieht bisher scheiße aus. Und ja, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.